Hallo zusammen aus meiner Küche. Heute gibt es leckeres Pestobrot bei uns. Dazu einen halben Würfel Hefe, 300 Milliliter Wasser, 600 Gramm Mehl. Da habe ich hier vor Jahrzehnten diese tollen Tupperteile gekauft. Die sind eigentlich ganz praktisch und oft im Gebrauch. Etwas Salz, bisschen Olivenöl und ein Glas Pesto. Dann lassen wir mal den Hefeteig aufgehen. Das Wasser ist nicht ganz kalt. Das geht relativ schnell und das wird dann wahrscheinlich schon eine Stunde fertig sein. So, der Teig ist eine halbe Stunde gegangen. Den jetzt in drei gleichmäßige Stücke teilen und einfach ein großes rundes Rad. Damit es ja nachher nicht sieht, ziehe ich den dann so auseinander wie beim Bäcker. Wieder der Vorführeffekt hier. Ja, damit es ungefähr rund wird, da habe ich hier Pesto vorbereitet. So, ordentlich draufhauen und verteilen. Nächste Drittel. Sieht jetzt eher aus wie ein Quadrat, aber das backt ja nochmal auf. Die verteilen. So. Und jetzt kommt der Rest. Wieder gleiche Verfahren. Also so funktioniert es eigentlich am besten und am schnellsten. Hängt sich dann immer schön aus hier. Gut. Dann nehmen wir, das ist jetzt keine Werbung, also ich musste es im Laden kaufen. Das ist dann zum Abschöpfen hier. So. Das drücken wir es. Einfach die in Kuchenstückchen schneiden.
Und dann zweimal eindrehen. Und das bei jedem Stückchen machen. So, fertig gedreht. So, jetzt nochmal 50 Minuten stehen lassen. Ich heize jetzt hier den Backofen vor. Und dann wird es für 20 Minuten wird es dann gebacken. Und dann sehen wir mal weiter. So, der Pesto-Kranz ist fertig. Boah, wenn ihr das riechen könntet. Dazu gibt es leckere kleine Tomatenplatte. Die schmeckt eigentlich so. Das kann man gerade so rauszupfen. Jetzt ist es gerade frisch aus dem Ofen. Jetzt warten wir noch ein paar Minütchen. Immer gleich auf unseren Kuchengitter abstellen, weil sonst schwitzt es gleich und wird dann feucht unten. Das ist genauso wie bei Brot. Viel Spaß beim Nachmachen, einen guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.